Es gibt mittlerweile wirklich viele Cloud-Anbieter und welcher der beste für euch ist, das könnt ihr heute hier beim Cloud-Anbieter-Vergleich herausfinden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Computertipps. Daten in einer Cloud zu speichern, das liegt ja voll im Trend und wir haben uns mal die größten Cloud-Anbieter rausgesucht und haben sie miteinander verglichen. Cloud-Dienste liegen voll im Trend. Das Prinzip einer Cloud ist ganz einfach. Die Daten des Nutzers werden online auf dem Server eines Anbieters gespeichert. Diese Art der Speicherung bringt eine Menge Vorteile mit sich. So lassen sich die Dateien zum Beispiel leicht von mehreren Geräten aus nutzen. Allerdings gibt es unter den Cloud-Anbietern große Unterschiede. Wir vergleichen die Anbieter Dropbox, Google Drive, Telekom und SkyDrive. SkyDrive bietet dem Nutzer zu Beginn 7 GB kostenlosen Speicher. Für 8 Euro pro Jahr ist er erweiterbar auf 27 GB, für 19 Euro auf 57 GB und für 37 Euro auf 107 GB. Microsoft bietet dem Nutzer also absolut faire Preise. Ebenfalls positiv bei SkyDrive, Office-Dateien lassen sich ohne jegliches Programm online erstellen und bearbeiten. Das Design von SkyDrive ist an die Metro-Oberfläche von Windows 8 angepasst und wirkt sehr aufgeräumt und übersichtlich. Zudem basiert die SkyDrive-Website auf HTML5. Wodurch sie auf vielen Plattformen nutzbar ist. Dropbox bietet seinen Nutzern zu Beginn nur 2 GB Speicher. Allerdings lässt sich der Speicher durch verschiedene Aktionen kostenlos auf bis zu gut 16 GB erhöhen, beispielsweise durch das Einladen von Freunden zu Dropbox. Extra Speicher ist bei Dropbox vergleichsweise teuer. Für 100 GB Extra Speicher zahlt man $99 im Jahr, für 200 GB $199 und für 500 GB satte $499. Das Design von Dropbox ist besonders übersichtlich gestaltet. Google stellt seinen Nutzern kostenlos 5 GB zur Verfügung. Für knapp $30 im Jahr gibt es 25 GB und für knapp $60 100 GB. Mit diesen Preisen liegt Google im Mittelfeld. Ein großer Vorteil aber an Google Drive ist, dass man seinen Speicher auf bis zu 16 TB aufrüsten kann. Der hinzugekaufte Speicher lässt sich auch anwenden auf andere Google-Dienste, zum Beispiel Google Mail. Ebenfalls gut ist die Integration von Google Docs. Mithilfe des Dienstes lassen sich Office-Dokumente online bearbeiten. Ein praktisches Feature ist zudem die zugehörige Suchmaschine. Google hat eine unglaublich gute Suchmaschine für Drive entwickelt, die intelligent agiert. Die Telekom bietet dem Nutzer kostenlos 25 GB Speicher zum Start an. 50 GB gibt es für knapp 60 Euro und 100 GB für 120 Euro im Jahr. Allerdings sind mit den Speicherplatzerweiterungen auch zusätzliche Funktionen verbunden. Wer kein Kunde der Telekom ist, bekommt bei der Basisausstattung nicht die Möglichkeit, seine Daten mit dem Smartphone zu synchronisieren. Dennoch hat die Telekom einen erheblichen Vorteil gegenüber den anderen Anbietern. Die Server stehen nicht in den USA. Ein Vorteil für all diejenigen, die ihre Daten lieber etwas sicherer speichern möchten. So können die US-Behörden nicht vollkommen legal auf die Daten zugreifen. So viel Speicherplatz man jetzt auch durch eine Cloud bekommt, man sollte sich immer über eins im Klaren sein. In einer Cloud besteht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Man macht es anderen leichter, auf die eigenen Daten zuzugreifen. Deshalb gilt, lieber zweimal überlegen, bevor man eine Datei in eine Cloud hochlädt. Das war's jetzt wieder soweit von Computertipps. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und abonniert und kommentiert fleißig.